Aber egal, das mache ich jetzt nochmal schön. Und dann ist auch irgendwann bald wieder mal Zeit für ein Päuschen. Auch wenn wir wieder mal nicht so effektiv waren. Und die Laufwege sind halt einfach auch ein bisschen länger hier, ne? Lieber Dog. Lecker, lecker. Nochmal. Lecker, 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 lecker. Mit deinem Assi-Helm da oben drauf. Zeig uns nicht dein Hintern beim Trinken. Ich glaube, es geht los. So, zweimal bestimmt noch und dann ist gut. Bei diesen Feuern irgendwann noch mal einer Holz nachlegt oder ob das so unendlich brennendes Holz ist. Die sehen immer so gleich aus. So, den letzten Rest spare ich mir jetzt, ne? Ich freue mich, dich in unserer Mitte willkommen zu heißen. Wir können deine Unterstützung gut gebrauchen. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Ich kaufe mir jetzt diesen Bogen. Um auch mal Bogenschießen auszuprobieren. Damit es nicht ganz so aussieht, als wäre ich so doof gewesen und hätte auf das falsche Dings gelevelt. So, nein, hier. Dann nehmen wir jetzt zur Abwechslung mal den Bogen. Was, Stichwaffenschaden? Das kann ich, warum wir das andere genommen haben. Ist mir auch jetzt egal. Ich bin nur froh, dass wir die Pfeile nicht verkauft haben dafür. So, jetzt machen wir mal einen Lagebericht. Ein Lagebericht. Das Lager bricht wahrscheinlich auch gleich, weil das bestimmt das Lager ist, was wir vom Don aus überfallen sollen. Deswegen möchte ich das jetzt erst machen. Kann ich da bestimmt hier so mitten reinlaufen, oder? War mir nicht so. Hallo, ich habe einen Lagebericht für euch. Ja, da macht da vor Schreck gleich die Fackel an hinter ihm, ne? So. Hallo, ich bin's wieder. Der Kurt. Bist du Rudolf? Du bist Rudolf. Severin schickt mich. Ich soll mich bei dir melden. Sehr gut. Und? Was hat er gesagt? Schickt er endlich Verstärkung oder was? Nein. Nein, er sagt, er könne nicht. Er habe selbst im Moment genug Probleme. Ach, verdammt, ich hab's geahnt. Er lässt uns einfach hängen. Da hilft wohl nur eins. Wir müssen schneller arbeiten, sonst sind wir bald alle Fischfutter. Danke für die Nachricht. Hier, nimm diese Tränke. Du wirst sie brauchen. Vielen Dank. Ich befürchte sogar, dass du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Ja, ich befürchte sowieso, dass ihr bald alle Fischfutter seid. Falls das eintrifft, was ich denke, was wahrscheinlich eintrifft. Ihr seid alles Rekruten. Mit euch kann ich nicht handeln, ne? Können wir euch auch keine Levitationsschriftrolle kaufen? Ah, ihr seid blöd. Naja. Dann sage ich doch mal dem Don, dass wir das Artefaktlager-Dings bumsen. Falls das hier gemeint ist damit. Wie gesagt. Wahrscheinlich nicht, aber wenn doch, kann ich sagen, haha, ich hab's euch ja gesagt. Automatisches Speichern. Wie gesagt, nie gut. So, ganzen Weg zurück. Ein paar Rollerblades wären ganz gut. Oder ein Fahrrad. Warum hat hier noch keiner ein Fahrrad erfunden? Die Insel wäre so klein, wenn man hier ein Fahrrad hätte. Naja. Ich wollte sagen, aber das Rad haben sie doch schon erfunden, oder? Sonst könnten sie auch keine Viehwagen ziehen. Und Erz haben sie und alles. Dürfte sich also machen lassen. Aber naja. Ich habe wieder komische Ideen. Jetzt will ich nochmal gucken. Welt. Was haben wir in der Welt? Fahndung mit der Vulkanfestung. Ich will zum Vulkanfestung. Okay. Burgherren auch. Banditenlager. Eroberung des Artefaktlagers. Dann versammle ich doch jetzt mal alle. Bis demnächst. Wie bis demnächst? Bis demnächst. Ach, ich muss erst jetzt zur Vulkanfestung gehen, bevor ich das... Hey, du! Was willst du? Schöne Grüße von Oskar, dem Schmied. Er hat mich dafür bezahlt, dass ich dir mal ein bisschen aufs Maul haue. Na, das und klar. Weiter? Tja. Entweder du gibst mir jetzt mehr als Oskar, oder wir machen jetzt hier ein kleines Kämpfchen. Ich glaube, dann machen wir jetzt wohl ein kleines Kämpfchen. Du kannst mich mal. Ganz wie du willst. Dann mach dich bereit. Gleich wird's dunkel. Zeit für eine kleine Lektion. Jetzt gibt's gleich was aufs Maul. Ja.
Du bist ja... Weiter! Das ist Probe ein bisschen, was du mich da triffst, ne? Ja! Außerdem habe ich eine ganze Tasche voll Heiltränke. Mach schon! Er steht so schnell nicht wieder auf. Siehst du? Nichts zu holen. Oh, Langweiler. Nichts. So, was hast du dazu zu sagen, junger Mann? Solange wie du noch am Pennen bist, kann ich ja ein bisschen was saufen, ne? Hey, nicht abbauen. Ich wollte nur was saufen. Hier, ne? Was hast du dazu zu sagen? Wo hast du die Axt her? Ein bisschen irre bist du schon, was? Wieso? Alles klar bei dir? Natürlich. Alles klar bei dir? Natürlich, bei dir auch? Arschgeige. Dann kann ich dem Oscar aber gleich mal ein paar Takte erzählen, ne? Weil er zu blöd ist. Weil das Ding nur zusammengesetzt. Hallo, wir haben unser Leben riskiert, die ganzen Teile... Naja, Leben nicht. Aber wir haben unser ganzes Gold ausgegeben, um die ganzen Teile zusammenzukriegen. Außerdem geht's euch jetzt viel besser ohne Bruger. Also beschwert euch doch mal gar nicht. Geht's euch wahrscheinlich nicht, aber egal. Ich muss über irgendwas reden, solange wie er hier schon wieder am Verköstigen ist. Die Rüstung sieht auch total abgeranzt aus, ne? Aber die Schuhe finde ich cool. Naja. Einmal noch und dann ich mal mit Oscar reden. Ne, Herr Oscar? Mein lieber Oscar? Wir... Was hast du zu sagen? Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt einer von uns und schon auf gutem Wege zum Kämpfer zu werden. Natürlich. Nicht schlecht. Das ging ja ziemlich schnell. Weiter so. Ich habe jetzt erstmal ein Hühnchen mit dem Oscar zu rupfen. Na du Mistkerl. Mein Schläger hat es dir ordentlich besorgt, was? Nö. So aufregend war es auch wieder nicht. Ha, jetzt siehst du, was passiert, wenn man sich mit mir anlegt. Entspann dich wieder. Die angespannte Stimmung im Lager scheint sich etwas zu legen. Gut so. Wir werden unsere Kräfte noch brauchen. Bitte? Ja? Wieso? Solange die Geschichte mit diesen verdammten unterirdischen Tempel nicht geklärt ist, sind wir immer noch in Gefahr. Ich möchte gar nicht wissen, welche Höllenbrut in den tieferen Gängen dieser Ruinen noch herumgeistert. Mir reichen schon die Biester, die ich bisher gesehen habe. Soll ich dir nochmal die Fresse polieren? Hallo? Schmieden kann ich ja jetzt schon, ne? Zeig mir mal, was du hast. Zeig mir deine Ware. Auch wieder nur Ranz, den wir dir verkauft haben. Oder kannst du dir ein Kleinschild haben. Und... waffentechnisch. Kannst du das hier alles haben? Scheiß Axt kommt jetzt auch weg. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Den Bogen behalte ich. Falls ich mal wieder auf das falsche Level. 0,4. Immer dieses 0,4. Das nervt mich. Den Ring kannst du haben. Möchtest du 2 Kochrezepte haben? Und was ist das denn? Steinplatte. Das sind seltsame Zeichen eingewählt. Die sollte ich mal lesen. Oh, das könnte ich ja gleich mal lesen. Altes Schriftstück. Okay. Ach, jetzt 0,4. Leck mich doch. Handel ich jetzt. Ne? Arschgeige. Gut, dass ich mal... Ne? Interessant. Das schmeckt aber gut. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Oh. Perfekt. Rachel, könnten wir auch mal wieder quatschen, ne? Viel Glück noch. Okay. Dann halt nicht. Es gibt Schätze in den Ruinen. Ne. Oh mein Gott, es gibt Schätze in den Ruinen. Das ist nicht geheuer. Ne? Oh Mann, ich hab's geahnt. Esteban hat dich zum Jäger gemacht. Na, das kann ja heiter werden. Passt dir das etwa nicht? Du Pfeife. Bald werde ich hier was zu sagen haben und dann wirst du schon sehen, was dir dein loses Mundwerk einbringt. Ja, klar. Mama, hallo, ich habe hier jeden im Camp besiegt, der mit mir kämpfen wollte, beziehungsweise mit dem ich habe kämpfen können. Und du maulst hier rum. Naja. Ich würde sagen, dann gehe ich doch mal wieder da hoch. Komme ich da von hier auch hin? Weil bis zur Vulkanfestung laufe ich in dieser Aufnahme garantiert nicht mehr. Würde ich jetzt mal behaupten. Was ich ja so gerne tue. So, hier war hier nicht der Weg. Nö, hier natürlich nicht. Ich bin schon wieder vorbeigerannt an dem Weg. War der hier nicht irgendwo? Ah, hier. So ganz unscheinbar, total versteckt und was überhaupt nicht nach einem Weg aussieht, aber egal.
Wie viele Erfahrungspunkte brauchen wir jetzt noch? Immer noch so viele. Eigentlich hätte ich ja mal eben noch beim oben beim Typi vorbeigehen können, aber da kommen wir bestimmt an, wenn wir einmal rumlaufen. Beim Braumeister. Ach so, hier gibt es gleich mit Troll. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, den jetzt zu bekämpfen. Das kannst du, kann man mit dem auch anvisieren? Nicht? Ach so. Gut zu wissen. Der Bogen ist wesentlich, das war dumm von dir. Der Dings ist wesentlich einfacher. Du hast einen Pfeil im Kopf. Oh. Ja, ne? Weiß nicht, ob wir da jetzt dran vorbeikommen. Vielleicht sollten wir dann doch auch erst zum Braumeister gehen. Naja. Versuch was wert. Komm ich denn da so drum rumgeschlichen? Auch nicht, ne? Pennt der nachts? Na gut, hätte ich das gleich gesehen, hätte ich gar nicht wieder hier hochrennen brauchen. Dann gehe ich eben noch zum Braumeister und dann mache ich bestimmt demnächst mal ein kleines Aufnahmepäuschen. Auch wenn der Braumeister bestimmt nichts zu sagen hat. Und in der nächsten Aufnahme gehen wir dann in die Vulkanfestung. Ganz brav, wie uns der Don befohlen hat, weil wir ja alles andere als brav sind. Aber die Erfahrungspunkte brauchen. Warte mal, wer war das eigentlich mit dem Clown? Der uns Clown beibringen kann, konnte. Das war Phil, ne? Oder? Hieß der Phil? Hatte der nicht Pause und sitzt jetzt hier rum? Nee, das ist Clay. Hat der schon wieder Pause? Was ist? Bis demnächst. Wollen alle nicht mit uns labern, weil wir nämlich zum Dingsen sollen. Zur Vulkanfestung. Das heißt, wieder 500 Kilometer durch die Gegend laufen. Wir sollten für jeden, weiß ich nicht, Kilometer, den wir rennen, ein Gold kriegen. Wir wären Milliardäre. Super. Ist dann hier oben? Da oben ging es auch nur zu Ogern, ne? Oder was auch immer das sind. Phil. Du machst das schon. Oh, ihr seid jetzt alle... Ihr wollt jetzt alle nicht mit mir reden, ne? Was hast du verkauft? Was hast du zu verkaufen? Nichts Interessantes. Was davon habe ich dir verkauft? Ende. Mal auf die Karte gucken, wo es hier so noch so hingeht. Nur da einmal rum. Da oben ist das. Und hier nicht so eine Abkürzung? Ey, hör auf, mir auf die Füße zu kloppen. Abkürzung zur Vulkanfestung neben mir oben. Kann ich ja gleich nochmal gucken. Er hier sagt bestimmt auch nur, bis demnächst. Ich geh dann mal. Ich hab Kraut für dich. Ich hab Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Juhu, danke. Noch mehr Kraut. Ich hab Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Juhu. Wenn nicht. Es fehlen uns aber immer noch viel zu viele Erfahrungspunkte. Egal, ich gehe hier nochmal gucken, ob ich hier eine Abkürzung zur Vulkanfestung kriege. Oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Hier gab es nur eine Abkürzung zu dem Rekrutenlager, ne? Aber naja. Waren die vielleicht noch Gegner irgendwo? Wahrscheinlich nicht. Die habe ich bestimmt unter ziemlich hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit schon ausgeraubt. Na, sehen wir doch mal. Kann ich hier nicht einfach wie so einen Fallschirm nehmen oder ein Seil und runterklettern? Gibt es hier nicht eine Höhle? War da nicht eine Höhle im Sumpf, wo man... Kann ich wahrscheinlich auch außen rumlaufen, bevor ich das gefunden habe. Naja. Dann lege ich doch schon mal ein bisschen Weg zurück. Bis dahin. Dann haben wir wenigstens in der nächsten Aufnahme oder in der nächsten Folge wieder Action. Aber zu welchem Preis? Das ist mir nicht geheuer. Ich bin teuer. Was ist von der Überast in diesem Monster? Ich finde das ja nett, dass sie sich unterhalten zwischendurch. Na, Bruder? Später vielleicht. Na, später gibt's nicht mehr. Später seid ihr alle Murksitoti, bestimmt die.
sieht das wer oder habe ich schon? Sieht keiner, ne? Stört auch niemanden. Wahrscheinlich könnte ich da hinten auch einfach alle mitnehmen. Aber falls wir hier eh drüber herfallen sollten, was ich ja schon mehrfach erläutert habe und so, kann ich mir das eh alles mitnehmen. So. Ach ja, den wunderschönen Weg. Einmal komplett außenrum. Lusche. Hat er jetzt Sarah geholt eigentlich? Muss ich vielleicht mal gucken. So, muss ich jetzt lang? Ich muss hier runter und dann da hoch. So, jetzt mittlerweile nicht mal um die Frau gekümmert. Nö, ne? Du weißt, was du zu tun hast. Wahrscheinlich dann erst im nächsten Akt. Sowieso weiß ich, was zu tun. Ich weiß immer, was ich zu tun habe. Auch wenn ich es nicht weiß, weiß ich es eigentlich. Ich frage mich immer noch, in welchem Akt ich gerade immer noch bin. Ich glaube immer noch im zweiten. Vielleicht weiß das ja von einer von euch noch. Weil er ganz aufmerksam die Folgen geguckt hat. Naja. So hier lang, ne? Immer weiter der Nase nach. Bis es nicht mehr weitergeht. An einer Klippe am besten anhalten. Sonst gibt's Aua. Ich frag mich eigentlich, wer diese ganzen Brücken hier pflegt. Oder ob die überhaupt Pflege brauchen. Ich meine, die Hälfte aller Menschheit ist ja hier eh in der Stadt, falls man hier überhaupt von Menschheit reden kann. So viel ist hier ja nämlich auch nicht los. Bestimmt, naja, ich weiß ja nicht wie viele in der Vulkanfestung sind, aber keine 200 Mann hier auf der Insel. Schrägstrich Frau. So, jetzt immer noch. Da ist ein Wolf. Wo kommt der denn her? Ach, hier war ich noch nicht lang, ne? Geradeaus. Ach, dieser Bogen ist irgendwie nicht so geil. Ach, okay. Aber, hey, aber schön stark. Oder der Wolf war einfach voll ausgelutscht. Hier waren wir tatsächlich noch nicht. Ich bin fasziniert. Heilwurzel. Noch eine Heidelwurzel. Wir hätten beim Braumeister nochmal den Alchemietisch benutzen sollen. So, hier oben war ich aber schon, oder? Nicht? Hallo? Wo geht's denn hier hin? Kommt bestimmt wieder irgendwie so Aschebestie oder... Was war das andere bei unserem Zeltplatz? Donner irgendwas? Donnerechse? Ich weiß es gar nicht. Naja. Wollen wir mal nicht gleich uns in die Hose machen. So. Das heißt, wir haben ja hier wieder unterwegs was zu tun, wa? Das heißt, der Weg könnte länger werden. Ach, guck mal, hier bin ich sogar falsch. Also muss ich... Gibt es hier auch noch einen Weg rum? Doch, hier oben den Weg lang gehen. Aber wo geht's denn hier unten hin? Über 1000 Ecken irgendwo hin. Was ist das denn da unten? Das habe ich auch alles noch nicht mitgenommen. Aber vielleicht... Ich würde sagen, das überlege ich mir so lange, bis ich in der Aufnahmepause, ob ich als nächstes da oben runtergehe oder da unten runtergehe. Eigentlich wäre ja Vulkanfestung schlauer. Vielleicht kriegen wir ja da noch irgendwelche Quests auf, die wir auf der Insel erledigen müssen. Aber das überlege ich mir... ihr wisst schon und so. Falls ich mich da noch dran erinnere, dass ich mir das überlegen würde. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen!